Liebe Freunde des kleinen Stadtstreichers, heute bin ich einmal in einer Kirche unterwegs, die in Wien zu Unrecht nicht so bekannt ist vielleicht. In der Waisenhauskirche oder auch Pfarrkirche am Rennweg Maria Geburt. Diese Kirche besticht Ihnen durch ausgesprochen viele Kunstschätze und sie ist historisch sehr bedeutsam. Immerhin dirigierte dort der 12-jährige Wolfgang Amadeus Mozart seine erste Messe, die er noch dazu selbst komponiert hatte, zur Eröffnung dieser Kirche. Immerhin besuchte Papst Pius VI. Bei seinem Wien-Besuch am 11. April 1782 diese Kirche, also aus Sorge wegen der Reformen Kaiser Josefs II. Extra nach Wien gekommen war. Die Kirche wurde übrigens im Auftrag von Maria Theresia erbaut und war früher tatsächlich die dem dortig gelegenen Waisenhaus angeschlossene Kirche. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche auch noch renoviert anlässlich ihres damaligen 150-jährigen Bestehens und wie durch ein Wunder blieb sie im Zweiten Weltkrieg von Bombentreffern verschont. Thank you.
Osterkrippen sollten früher den weniger lesefähigen Menschen sehr bildlich die Geschichte von Jesu Leiden und Auferstehung darbringen und waren daher genauso beliebt wie Weihnachtskrippen. Irgendwann hat sich dieser Brauch allerdings aufgehört.